Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo bei der Chaos West TV Bühne. Wir legen jetzt tatsächlich mit unserem Programm für das RC3 los, wo wir schon ziemlich gespannt sind. Wir haben dieses Jahr einen riesen coolen Fahrplan zusammengestellt bekommen mit sehr vielen interessanten Talks. Ja, und ich freue mich direkt schon, den ersten Talk vorstellen zu können. Und zwar wird uns der Lars Röhmheld gleich was zu der Corona One App sagen, die uns ja allen hier in dieser ziemlich doofen Situation irgendwie versucht zu helfen. Und der Lars Röhmheld, ganz viel AI, ganz viel Data Science, der arbeitet in so einem Think Tank, der so ein bisschen abgekapselt vom Bundesministerium für Gesundheit kommt und hat an der Corona One App ein bisschen mitgewerkelt. Und der wird uns jetzt ganz viel erzählen, wie das Ganze eigentlich entstanden ist, was es da für Probleme gab. Und ja, ich würde mal sagen, Lars, du darfst. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dem frühen Talk das Kongressprogramm so ein bisschen mitzueröffnen und wieder mal bei Chaos West zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich bei Seabase heute schon aufnehmen darf und bedanke mich schon mal bei allen für die freundliche Unterstützung. Mein Name ist Lars Röhmheld. Ich bin Data Scientist und momentan Nerd vom Dienst im Health Innovation Hub, einer Digital-Taskforce am Bundesgesundheitsministerium, und war damit zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um Teil des Corona-Warn-App-Teams zu sein. Ein Mitglied des Teams, das sei schon mal vorweg gesagt, nicht ein Sprecher, auch nicht ein Leiter, und spreche deswegen hier aus meiner persönlichen Erfahrung. Gerade zu den heißesten Zeiten war der öffentliche Druck auf das Projekt ganz enorm. Und jeder wusste besser, wie man so eine App baut, außer denen, die im Projekt drin waren offenbar. Und alle hatten die Knackpunkte schon gefunden. Und sogar Wolfgang Schäuble als ausgewiesener IT-Experte wies darauf hin, wie die elendige Entwicklung viel zu lange dauert und viel zu schwierig ist. Kurzum, ich hätte nicht gedacht damals, dass ich mich mit dem Thema mal auf eine Bühne trauen würde. Und trotzdem bin ich heute hier. Das liegt daran, dass ich glaube, dass die Corona-Warn-App als Gesamtprojekt sich durchaus nicht verstecken muss und ziemlich erfolgreich ist. Eine erste Cyber-Produktentwicklung, die wirklich, naja, ein Gesamtprojekt ist. Also ein Projekt der Cyber-Bundesregierung. Und warum das so ist, das möchte ich in diesem Talk erklären. Es ist wirklich viel passiert und ich glaube, ein bisschen Hintergründe zu erklären ist interessant. Und weil ich von Anfang bis Ende mit dabei war, möchte ich ein paar meiner Innenperspektiven vielleicht teilen. Dabei habe ich mir eine gar nicht so einfache Aufgabe gestellt, ist mir dann bei der Vorbereitung aufgefallen, weil die Geschichte natürlich einerseits spannend sein muss und andererseits aber ich auch nicht hier stehe, um Staatsgeheimnisse auszuplaudern. Deswegen hoffe ich, mit Insiderperspektive und ein bisschen Geschichten was Spannendes zu sagen. Ich habe vor, so ein bisschen einen Kontext zu geben über die App, was sie eigentlich tut, was sie macht, dann Geschichten zu erzählen, wie es dazu gekommen ist und zuletzt noch mal so ein bisschen zu erklären, was man dabei gelernt hat und wie vielleicht zukünftig man ähnliche Projekte wieder stemmen kann und was man vielleicht auch lernen kann dabei. Aber fangen wir erstmal an mit dem Kontext. Was heute vielleicht gar nicht mehr so klar ist, ist, angefangen hat das Mitte März ungefähr. Da kam gerade der erste große Lockdown durch Deutschland. Geschäfte wurden geschlossen, Kontaktverbote und einschneidende Maßnahmen in das gesellschaftliche Leben, wie wir sie bisher noch nicht kannten. Das war suboptimal natürlich und das wollte man möglichst vermeiden. Die Art, wie wir glauben, bis heute das vermeiden zu können, ist durch sogenanntes Contact Tracing, also das Nachverfolgen von Kontakten, Sozialkontakten. Und damit das Unterbrechen von Infektionsgeschehen, indem man die Ansteckung zwischen Menschen einfach verhindert, indem man die Menschen, die Corona haben, in Quarantäne packt, damit die keine weiteren Menschen mehr anstecken können. Eigentlich gibt es dafür in Deutschland ein etabliertes System über die Gesundheitsämter, das eigentlich auch gut funktioniert, das aber in der Corona-Hochzeit dann gar nicht mehr funktionierte. Und wenn man sich diesen Flow einmal anguckt, dann versteht man auch so ein bisschen, woran das liegen könnte. Weil wir haben gesetzliche Grundlagen und Mechanismen, wie in so einem Fall ein Testcenter und dann ein Labor eine Corona-Infektion an das Gesundheitsamt melden. Das Gesundheitsamt kriegt dann in der Regel per Fax so eine Meldung, Herr Müller hat Corona,
und muss diesen Menschen jetzt kontaktieren, um was weiteres abzuklären und eine Quarantäne auszusprechen. Dieses Kontaktieren ist aber genau das Problem, weil aus historischen Gründen die Labore nur den Namen des Infizierten melden, aber keine Kontaktdaten. Das heißt, das Gesundheitsamt ruft jetzt den Arzt an oder das Testzentrum und sagt, wer ist denn das eigentlich, wie erreiche ich den, um eine Telefonnummer rauszufinden. In der Zeit, in der sowieso alle Patienten versuchen, ihren Arzt gerade anzurufen, ist das natürlich ein Prozess aus der Hölle, weil das Gesundheitsamt in der gleichen Warteschlange hängt wie alle anderen auch. Also war die große Hoffnung, vielleicht kann man mit Technologie diesen Gesamtprozess besser machen und zwar möglichst schneller, als jetzt alle Gesundheitsämter anzufassen. Das war die Hoffnung, das war die Idee. Und es gab gerade in der Zeit viele Geschichten, gerade von asiatischen Apps, die mit GPS-Tracking funktionieren. Und es war sehr schnell klar, das wollen wir so in Deutschland nicht. Und es gab ein paar Verrückte, die meinten, naja, vielleicht kann man trotzdem noch was machen. Vielleicht kommen wir trotzdem aus dieser Misere ein bisschen raus, indem wir mit Apps oder mit Technologie ein bisschen schnelleres Contact Tracing ermöglichen und das vielleicht in der Privatsphäre wahrenderen Art und Weise tun. Das hieß aber, wir hatten ziemlich komplexe Anforderungen, um so eine App zu bauen. Nämlich erstens, wir wollen die Kontaktdaten schützen, sinnvoll. Also die Daten, wer hat wann wen getroffen, weil das natürlich sehr intime Daten sind, von der ganzen Bevölkerung zu erheben. Zweitens, wir haben hier zu tun mit Gesundheitsdaten, wer hat Corona, wer hat nicht Corona, die natürlich nochmal einem besonderen Schutzbedürfnis unterliegen und die man auch entsprechend schützen muss. Drittens, wenn man so ein Gesamtsystem baut, muss man natürlich darüber nachdenken, was damit alles möglich wird. Und insbesondere ein Missbrauch der Warnungen sollte möglichst vermieden werden, dass also zum Beispiel jemand auf die clevere Idee kommt, durch eine falsche Corona-Meldung alle seine Mitschüler in Quarantäne zu schicken und zu warnen und vielleicht nicht mehr zur Schule zu müssen. Das sollte also möglichst auch verhindert werden. Und dann ging es ein bisschen ins Abstraktere, weil klar war, so eine App muss, um zu funktionieren, von möglichst vielen Leuten installiert werden. Die muss von möglichst vielen Leuten genutzt werden und die Leute müssen das freiwillig tun. Und damit sind wir beim Thema Vertrauen und Akzeptanz. Es war notwendig, dass die Bevölkerung, dass die Bürger, dass die Nutzer so einer App, die auch freiwillig nutzen. Und das geht eben nur, wenn von Anfang an klar ist, dass es vertrauenswürdig ist. Und so ein bisschen verwandt hängt damit noch zusammen, dass zu dem Zeitpunkt sehr viele Leute versuchten, solche Apps auf den Markt zu bringen. Manche mit besseren, manche mit schlechteren Intentionen, manche mit Privatsphäre im Hintergrund, manche mit egal was oder sogar GPS-Tracking. Und die Gefahr damals war sehr klar, dass mehrere Apps das fragmentieren und dass jetzt auf einmal 5, 6, 7 Apps auf dem Markt sind und damit die notwendige Akzeptanz und die Verbreitung in der Bevölkerung sich einfach nicht mehr machen lässt, weil zu viele verschiedene Systeme im Umlauf sind. Das ist dann tatsächlich passiert. Es gibt ein Konzept, so wie wir es heute verwenden, das über Bluetooth-Tracing funktioniert. Wir sprechen noch ein bisschen mehr im Detail darüber, aber die Idee ist relativ einfach. Ein Smartphone sendet über Bluetooth zufällige IDs aus. Die werden bei einem anderen Telefon gespeichert. Jetzt weiß ich, ob sich zwei näher gekommen sind und kann darüber das nachverfolgen. Was ich damit meine ist, ich überlege mir, welche zwei Handys waren einander nahe und wie lange. Und wenn diese Handys einander lang genug, nah genug waren, dann habe ich da vielleicht ein Infektionsrisiko gehabt und möchte jetzt Leute entsprechend warnen. Dabei ist sozusagen einmal klar zu machen, wie das eigentlich funktioniert. Und das ist da in dieser schönen Grafik zu sehen. Die Idee ist, dass ich ein Empfangssignal kriege mit einer Stärke, eine sogenannte Receiver Strength Indicator. Und gleichzeitig weiß, mit welcher Signalstärke das Signal gesendet wurde auf dem sendenden Handy. Und dann so ein paar Metadaten habe, vielleicht die Uhrzeit, was für ein Handymodell das war. Und jetzt eine Funktion aufstellen kann, die mir sagt, welche Dämpfung ist zwischen diesen beiden Leistungen und was habe ich sonst an Parametern dabei und kann ich daraus eine Distanz berechnen. Damit weiß ich jetzt also, wie lange sind die in der Nähe gewesen und wie nah waren sie einander. Ganz klar muss aber auch sein, über dieses System wissen wir nicht, ob die beiden miteinander geknutscht haben oder ob die mit einer FFP2-Maske Rücken an Rücken standen. Das wissen wir einfach nicht. Wir wissen nur, da waren sich zwei relativ nahe oder jedenfalls ihre Handys waren das.
Zum anderen ist damit auch schon klar, dass sowas wie Glaswände oder Hosentaschen oder Aktentaschen problematisch sind, weil die App natürlich nicht unterscheiden kann, ob die Dämpfung gerade daher kommt, dass man weit auseinander entfernt steht oder daher kommt, dass das Handy in einer Hosentasche steckt. Also eigentlich von Anfang an klar mit diesem Konzept, das ist keine perfekte Lösung, das ist kein Ersatz für ein manuelles Contact Tracing, sondern es ist eine Notlösung, eine Behelfslösung, die zumindest ein Beitrag sein kann, um schneller Leute zu warnen, die möglicherweise ein Infektionsrisiko haben. Das richtige Nachverfolgen mit Quarantäneanordnung und Verpflichtungen, das muss weiterhin anders funktionieren, weil schlichtweg die Unsicherheit, die in diesem Verfahren drinsteckt, zu groß ist. Warum stehe ich jetzt hier und sage, die Entwicklung ist besser gelaufen als vielleicht erwartet? Es ist viel passiert, wovon ich noch erzählen möchte. Und ich persönlich jedenfalls war nicht überzeugt, dass mit dem Launch der App dann auch wirklich also ein System ins Laufen kommt. Aber die Realität hat uns ganz gut Lügen gestraft. In der ersten Woche haben schon 13 Millionen Menschen die App runtergeladen. Das war zunächst mal Grund zur Freude, weil wir damit der schnellste Launch einer App in App Stores weltweit überhaupt waren. Und damit haben wir Pokémon Go vom Thron gestoßen, sind schneller gewachsen in der ersten Woche, sogar als Pokémon Go. Heute haben wir ungefähr 25 Millionen Downloads. Das ist, je nachdem, was für Annahmen man trifft, vielleicht 25% der Bevölkerung und gut 40% der verfügbaren Smartphones in Deutschland. Und damit haben wir eine Durchdringung in der Bevölkerung, die langsam wirklich sinnvoll ist. Außerdem ist die Corona-Warn-App inzwischen ein richtiges Open-Source-Projekt, das man auf GitHub findet, das dort nicht nur offenen Code hat, sondern alles, was noch dazugehört, Issues, Pull-Requests, Dokumentation, Diskussionen. Das wird so gut aufgenommen, dass wir kürzlich sogar ein Open-Source-Projekt gesehen haben, das die Corona-Warn-App jetzt verfügbar macht auf freien Handys, was natürlich sehr erfreulich ist, dass auch solche Entwicklungen dann aufgenommen werden. Am allerwichtigsten aber ist, dass die Corona-Warn-App dahingehend funktioniert, dass wir inzwischen jeden Tag 2600 Neuinfektionen haben, die über die App ihre Mitmenschen warnen. Das sind 2600 Prozesse durch dieses Gesundheitsamt, die wir vorhin gesehen haben, die jetzt automatisch laufen und die Betroffenen schneller informieren können. Das ist ziemlich gut und jedenfalls für mich gesprochen wesentlich besser, als ich mir das zu erträumen gewagt hätte. In der Digitalwüste Deutschland, dass sowas möglich ist, hat uns schon ein bisschen stolz gemacht. Mr. Speaker, I wonder whether the right honourable gentleman can name a single country in the world that has a functional contact tracing app. Germany. App working 15th June. 12 million downloads. 12 million downloads. Mr. Speaker, I checked that overnight. 12 million is way beyond. Dass die Briten als sonst digitaler Vorreiter uns mal so neidvoll angucken würden, schon schön. Aber natürlich ist nicht alles rosig, was so aussieht. Denn wer jetzt genau aufgepasst hat, dem wird vielleicht aufgefallen sein, 2600 Infektionen pro Tag, die darüber gemeldet werden. Wir haben doch in den letzten Wochen eher so im Schnitt 23.000 Infektionen gehabt pro Tag. Das heißt, 11% der Infektionen werden über die App in irgendeiner Form gemeldet. Woran liegt das? Naja, als Statistiker kann man sich denken, Infektionen sind unterrepräsentiert bei den App-Nutzern. Die sind jünger, die sind gesünder, die sehen besser aus vielleicht. Das kann man ja alles erklären. Aber nein, die Abweichung ist viel zu groß. Wenn man sich überlegt, 25% der Bürger, nehmen wir mal an, haben die App runtergeladen. Das ist basierend auf Annahmen natürlich, weil wir nicht genau wissen, wer die App hat. Sogar das RKI hat inzwischen in sein Reporting aufgenommen, die Rate der Menschen, die nach einem nachgewiesenen Infektionsfall dann auch andere warnen. Die Rate liegt momentan bei ungefähr 55%. Das ist erschreckend wenig und sicherlich auch ein Ansporn an uns alle, da noch besser zu sein. Das Update, was ich glaube letzte Woche in der App kam, arbeitet daran, aber am Ende hängt es auch damit zusammen, dass Menschen freiwillig ihre Infektionen melden. So, wenn es jetzt eine Sache gibt, die man mitnehmen kann von dem Talk, ganz klar, erstens, wer sie noch nicht hat, die App bitte runterladen
Und wer diese Feiertage mit seinen Nächsten und seinen Liebsten zusammen ist und seinen Familien, kann ja vielleicht auch mal gucken, ob Oma und Opa die App nicht auch auf dem Handy haben könnten. Zweitens, wenn ihr eins mitnehmt aus dem Talk, dann bitte, dass ihr für die Warnung an andere zwei Einwilligungen geben müsst. Nämlich die eine, schon bei der Testung auf diesem Formular, was ihr im Hintergrund seht, da muss ein Häkchen gesetzt werden, damit die Infektionsdaten auch übertragen werden dürfen an die App. Das ist theoretisch ganz einfach, praktisch in den Testprozessen in Testcentern nicht immer so selbstverständlich. Also darauf achten. Und zweitens ist der Flow in der App, um dann die Warnung auszulösen, über einige Screens lang. Und da bitte durchhalten und wirklich bis zum Ende alles abklicken. Und zuletzt, ich hatte schon gesagt, die Corona-Warn-App ist ein Open-Source-Projekt, in dem inzwischen auch signifikante Pull-Requests gestellt und angenommen werden. Auch da kann man momentan helfen. So viel zum groben Kontext und dann möchte ich einsteigen in die Entwicklung der Corona-Warn-App und wie es eigentlich dazu kommen konnte. Angefangen hat das Ganze, wie gesagt, ungefähr Ende, Mitte März mit ein paar visionären Wissenschaftlern, die sich dachten, da muss doch irgendwas gehen, woraus dann das Projekt PEP-PT entstanden ist. Die Relevanz davon ist, glaube ich, enorm hoch und wird heute noch nicht immer adäquat dargestellt, weil in diesem Projekt wahnsinnig viele Weichen gestellt wurden, wahnsinnig viele Proof of Concepts gegeben wurden und die richtigen Unterstützer angesprochen wurden. Dazu gehört erstmal das Konzept, das auch noch von anderen Gruppen, unter anderem in Kalifornien entwickelt wurde, wie man mit Bluetooth und dann Bluetooth Low Energy, so mit Beacon-Technologie, die Distanz von Handys vielleicht messen kann. Dazu gehört ein Proof of Concept, dass sowas überhaupt geht und eine, ich sag mal, Folgenabschätzung, was dann mit einem Gesamtsystem eigentlich alles passiert. Das Ganze war entwickelt als ein Server-Side-Matching. Dazu reden wir gleich noch etwas länger. Die ersten Ansätze zur Verifikation von Infektionen wurden dort schon gelegt. Es wurden Unterstützer gefunden und insbesondere wurde Diskussion aufgenommen mit den großen Firmen im Silicon Valley, mit Apple und Google, weil das große Problem damals schon klar wurde. Wir haben zwar Konzepte und Proofs of Concepts und Prototypen für so eine App, aber um wirklich funktionieren zu können, brauchen die zwei Dinge. Nämlich einerseits müssen sie im Hintergrund können und dürfen dort nicht abgeschossen werden, was unter sowohl Android als auch iOS ein Problem war, weil man nicht als Dämon laufen kann. Und zum anderen müssen sie Zugriff haben auf den BLE-Stack, um den ein bisschen zweckentfremden zu können, was zumindest unter iOS unterbunden wird. Also war klar, irgendwie müssen wir in Kontakt kommen mit diesen Firmen, um dort eine Ausnahmeregelung zu kriegen, um für dieses noble Ziel des Kontaktverfolgens zur Infektionsunterbrechung Unterstützung zu kriegen. Wichtig auch, dass in diesem frühen PEP-PT-Projekt das fast alles ehrenamtlich gelaufen ist und damit so ein bisschen, naja, ein unstrukturierter Prozess war. Es gab keine ganz klare Richtung, es gab sehr viele Unterstützer und ein bisschen Chaos. Das hat sich dann vor allem gezeigt bei einem sehr speziellen Streitpunkt, nämlich die große Frage, zentral oder dezentral. Dafür diese Grafik, um einmal durchzugehen. Also, wir haben zwei Handys, die sich nahe kommen auf diesem Bild und die tauschen jetzt zufällige IDs miteinander aus. Das heißt, die broadcasten jeweils über Bluetooth Low Energy eine zufällig gewählte ID. Da gibt es noch ein bisschen Kniffe drumherum, aber das blenden wir jetzt mal aus, es sind zufällige IDs. Die merken die sich und überlegen jetzt, was habe ich für eine Historie gesehen an IDs in den letzten 14 Tagen. Wenn jetzt eins dieser Handys oder dieser Nutzer merkt, ich habe Corona, dann möchte ich ja die Kontakte nachverfolgen können. Das heißt, das Handy sammelt die Kontakte, die es gesehen hat in den letzten 14 Tagen und übermittelt die an einen zentralen Server, der in irgendeiner Form durch die Behörden oder durch die Gesundheitsbehörden gemanagt wird, um zu verifizieren, dass es tatsächlich eine legitime Infektion ist. Auf diesem Server wird jetzt viel und man überlegt sich, waren diese Kontakte epidemiologisch relevant? Waren die nah genug beieinander? Waren die lang genug? Ist es vielleicht schon zu lange her? Und werden dann verteilt an andere, die Kontakt hatten.
und werden nicht verteilt an Telefone, die keinen Kontakt hatten. Das heißt, die Meldung darüber, hey, jemand hatte Corona, mit dem du Kontakt hattest, kriegen nur solche Handys, die auch wirklich in der Nähe waren. Das hat einen großen Vorteil mit diesem zentralen Server, der das Matching macht. Ich habe dort nämlich Informationen darüber, ob es nun eher Cluster waren, ob einer viele angesteckt hat oder ob sehr viele jeweils ein paar weniger anstecken. Ich habe Informationen über das Timing von solchen Ansteckungen. Ich weiß, wie viele Warnungen ausgelöst werden. Ich kann mein epidemiologisches Modell on the fly verändern, weil ich es nur auf dem Server verändern muss und habe dadurch mehr Kontrolle darüber, wie die Warnungen eigentlich passieren. Das war der Grund, warum man weiterhin gesagt hat, wir bleiben bei diesem zentralen Modell, weil es vieles einfacher macht und weil es die Kontrolle der Gesundheitsbehörden über so ein System verbessert. Aber man kann das natürlich auch anders sehen und man hat es auch anders gesehen, als nämlich das Projekt DP3T sich ein bisschen im Streit trennte von dem Projekt PEP-PT. Und dieser Streit brach tatsächlich aus über diesen Ansatz des zentralen. Das Gegenkonzept kam vom dezentralen Matching, das ich auch einmal kurz erklären möchte. Wir haben wieder zwei Handys, die wieder zwei Zufallszahlen austauschen. Eins von beiden hat Corona. Dieses Handy übermittelt jetzt an den zentralen Server nicht die gesehenen IDs, also die Kontakte, die es gehabt hat, sondern die von ihm versendeten IDs. Der Server verteilt jetzt diese gesendeten IDs von Menschen, die Corona haben, einfach breit an alle teilnehmenden Handys. Das heißt zwei Dinge. Erstens, die Handys machen jetzt die Berechnung und überlegen sich dann, wer vielleicht eine Warnung kriegen sollte. Das heißt zweitens, dass die Berechnung dort passieren muss und dass die Information darüber, wie die Kontakte stattgefunden haben, auf dem Handy verbleibt und nicht zentral vorhanden ist. Und das heißt, dass ich die Kontrolle darüber, wann ich Warnungen auslöse oder nicht auslöse, abgebe an die Handys. Das hat den großen Vorteil, dass ich nicht mehr an einem zentralen Ort Informationen habe, wer eigentlich wann wen getroffen hat, sondern das passiert auf den Geräten. Ich habe schon gesagt, es gab so ein bisschen Projektmanagement-Probleme vielleicht. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass es wenig Dokumentation gab, dass sehr viele Ehrenamtliche mitmachen wollten, aber schon aufgrund des Zeitdrucks niemand die Kapazität hatte, jetzt die dazukommenden Ehrenamtlichen auch noch onzuboarden. Und es wurde einfach nicht genug investiert in solche Prozesse und in Dokumente, was so ein bisschen klingt fast wie so ein klassisches Open-Source-Projekt vielleicht. Naja, dieser intellektuelle Kampf fing also an, man stritt sich, man trennte sich, es gab jetzt zwei parallele Projekte, PEP-PT und DP3T. Die Diskussionen waren wichtig, weil es um wichtige Güter ging, aber sie waren eigentlich relativ unpragmatisch, weil die entscheidende Frage ja weiterhin war, wie können wir überhaupt solche Apps laufen lassen auf den Apple und Google Betriebssystemen, ohne dort im Hintergrund abgeschossen zu werden oder ohne auf den BLE-Stack überhaupt keinen Zugriff zu kriegen. Weil die Unterschiede zwischen den beiden Betriebssystemen so groß waren aus technischer Sicht, hatten wir das irgendwie immer relativ getrennt betrachtet und waren dann einigermaßen überrascht, als Apple und Google eigentlich erstmals in der Geschichte gemeinsame Sache machten und ihr Exposure Notification Framework veröffentlichten. Statt also Ausnahmeregelungen, über die wir lange gerungen hatten, zu schaffen für die europäischen Contact Tracing Apps, haben Apple und Google ihr eigenes Konzept vorgestellt und in die Welt gebracht und gesagt, nur damit geht es. Apple und Google haben, wie wir heute wissen, ein dezentrales Modell verfolgt und damit zumindest PEP-PT erstmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Um das zu verstehen, hilft es vielleicht, sich klar zu machen, dass Apple und Google eine API für die gesamte Welt anbieten wollten und nicht in der Lage sein wollten, nehme ich an, sagen zu müssen, welche Regierungen legitim sind, Zugriff zu haben auf so eine API und welche eben nicht. Weil die größte Gefahr, die gesehen wurde, war, dass eine illegitime Regierung, ein illegitimes Regime vielleicht Zugriff auf diese Daten nutzt, um jetzt auf eine Demonstration einen Bluetooth-Beacon zu stellen und dann über den sozialen Graphen, den ich erheben kann mit solchen Kontaktdaten, rauszufinden, wer noch da ist. Das Problem, was wir in
Demokratien in Europa für ziemlich abwegig hielten, was aber natürlich für Apple und Google, die eine API in die Welt rausschicken, nicht so leicht von der Hand zu weisen ist, ohne genau zu sagen, welche Regierungen das nun dürfen und welche nicht. Jetzt haben wir die Situation, dass PEPPT, DP3T und Apple und Google über dieses zentral-dezentrale Thema ziemlich lange gerungen haben. Und was dann folgte, ist was, was glaube ich in auch Open-Source-Projekten gar nicht so untypisch ist, nur noch mal viel größer. Ein klassischer Flame War. In der einen Seite standen die Zentralisten, auf der anderen Seite standen die Dezentralisten, die jeweils, zumindest rückblickend, nur das Beste im Sinn hatten und sehr klare Argumente auf ihrer Seite hatten. Auf der dezentralen Seite ging es darum, die Kontaktdaten möglichst gut zu schützen und damit die Anonymität des Einzelnen. Auf der anderen Seite stand die Idee, dass man die Gesundheitsdaten möglichst gut schützen möchte, weil ich ja für das dezentrale Modell die IDs von allen Corona-Infizierten an alle anderen Teilnehmer verbreiten muss. Am Ende ging es also viel um die Frage Epidemiologie und das Modell dahinter und die Frage Anonymität und Vertrauen. Dazu kam noch ein zweiter Flame War, sagen wir mal, eine zweite Debatte, die nicht so weit publiziert wurde, nämlich die zwischen europäischen Regierungen und Apple und Google. Weil dieses Corona-Tracing-Framework von Apple und Google sehr starke Annahmen getroffen hat über die epidemiologischen Parameter, also wie nah beieinander sein, wie lange müssen sie beieinander sein, um relevant zu sein. Und auf einmal sich europäische Regierungen fragen lassen mussten, wer sagt eigentlich, wie wir mit Corona umgehen? Sind das unsere Gesundheitsämter oder das RKI im deutschen Fall? Oder sind das eigentlich Apple und Google? Das ist kurz mal auf allerhöchster Ebene ziemlich eskaliert. Vor allem in Deutschland, Italien und Frankreich hat man das sehr ernst genommen. Was hier auch darin geendet ist, dass in Frankreich man einen anderen Weg gegangen ist und sich gegen Apple und Google gestellt hat. In Deutschland kam es dann noch ein bisschen anders, denn am 20.04. gab es einen Brandbrief von 300 Wissenschaftlern und noch einigen anderen Gruppen, die gesagt haben, ein zentrales Contact-Tracing-Modell ist eigentlich gar nicht denkbar, das kann man nicht machen. Das war soweit noch eine relativ wissenschaftliche, aber im Rahmen der Diskussion auch mit dem Kanzleramt sehr verständnisvoll geführt wurde. Ich hatte durchaus den Eindruck, dass man in Deutschland beide Punkte nachvollziehen kann. Aber weiter eskaliert wurde es dann 4 Tage später, am 24., als der Chaos Computer Club sich positioniert hat zu der Thematik und gesagt hat, mit uns geht das eigentlich nur dezentral. Und damit war die Debatte in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Und jetzt geht es so ein bisschen um dieses Thema Vertrauen und Akzeptanz, wo die Frage gar nicht mehr so sehr ist, was ist inhaltlich vielleicht am sinnvollsten, sondern wie schaffen wir es, eine App zu bauen, die Leute freiwillig runterladen und installieren. Dann ging es sehr schnell. Einen Tag später, am 25., hat die Bundesregierung offiziell entschieden, sich von dem zentralen Ansatz zu distanzieren und damit ein dezentrales Modell zu verfolgen. Und am 28., das war dann nach dem Wochenende, wurde die Entwicklung aufgenommen mit einem neuen Konsortium aus und Telekom und vielen anderen Teilnehmern. Wer dieses Bild sieht, der hat vielleicht schon so eine grobe Ahnung, was für ein Tanker dann auf einmal auf der Straße stand. Es waren viele deutsche Behörden dabei, es war der Datenschutz dabei, es war das BSI mit dabei, Telekom und SAP und die alten Gegner von PEPPT und DP3T in der Form der deutschen Institute Fraunhofer und Helmholtz waren beratend auch wieder mit dabei. Naja, und damit war eigentlich klar, wie es gemacht wird, nämlich auf Basis des Apple und Google Frameworks eine App zu entwickeln, die dann tatsächlich am 16. Juni auch gelauncht wurde. Fraunhofer und Helmholtz haben sich dann nochmal verdient gemacht um dieses Projekt, denn wie das so ist, die Heilsbringer aus dem Silicon Valley, die veröffentlichen eine API, die ganze Welt fängt an zu entwickeln und freut sich. Und der aufstrebende deutsche Ingenieur, der sagt, nein, ich messe das nochmal nach. Und tatsächlich führte das zu einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit dann zwischen den deutschen Ingenieuren und Apple und Google, die mit ihrem Nachmessen nochmal erheblich beigetragen haben dazu, dass die Kontaktabstandsmessung besser funktioniert. So ging es dann also los, beziehungsweise so wurde dann entwickelt. Dieses Modell, was hier gezeigt ist, das dezentrale Modell, war gesetzt.
und es ging jetzt unter Hochdruck darum, eine solche App fertigzustellen. Aber ein Teil fehlte noch, nämlich dieser Aspekt, der auch von Apple und Google in der API von Anfang an als staatliche Aufgabe gesehen wurde, die Verifikation von Kontakt, also von Infektionen. Weil, wie gesagt, wenn man das nicht verifiziert, könnte man zum Beispiel sich schulfrei erkaufen, indem man sich illegitim als krank meldet und damit seine Mitschüler auch in die Quarantäne schickt oder in die Selbstisolation. Das ist dieses Subsystem Verifikation, das bei den Gesundheitsbehörden liegt. Und weil ich persönlich damit sehr viel zu tun hatte, möchte ich das auch noch ein bisschen erklären. Das hieß für mich immer der Laborprozess. Und ich habe dann in sehr kurzer Zeit sehr viel lernen dürfen darüber, wie Labore funktionieren. Nämlich in der Regel sehr gut, aber vielleicht noch nicht total gut vorbereitet für so eine globale Pandemie. Weil nämlich die Labore auf sehr viel eingestellt sind, sehr leistungsbereit sind mit Ärzten und auf sehr verschiedene Arten von Probenanfragen eingehen können. Das geht von der Nummer, die man da links sieht, wo einfach ein Patient in ein Notfalltestzentrum kommt, dort getestet wird und ein Arzt in Großbuchstaben Corona draufschreibt und dann einen Namen und eine Adresse des Patienten, ab damit in den handschriftlich beschrifteten Umschlag, ab ins Labor und dort getestet wird, bis hin zu dem deutlich mehr advanced Prozess, den man rechts sieht, wo Einzelproben mit Barcode verteckt ans Labor gehen, im Großen getestet werden. Zum Glück war das Konzept, was wir dann hatten, sehr ähnlich wie das, was wir bei PPT schon hatten, musste aber jetzt natürlich den sehr hohen Ansprüchen dieses Großkonsortiums genügen. Wie verifiziert man jetzt also eine solche Infektion? Und die Idee, die entstand, war, wir müssen eigentlich bei den Laboren ansetzen, weil da kommen die Daten her. Wenn wir da noch andere Punkte wieder einziehen, wie zum Beispiel die Ärzte, dann haben wir wieder Meldeverzug, weil die Ärzte auch nicht immer sofort mitkriegen, wenn ein Fax ankommt, weil alles überfordert ist in der Zeit. Also haben wir angesetzt bei dem Bestellprozess, dem Muster 10. Mit so einem roten Schein wurden bis vor Corona im Prinzip alle Laborproben in Deutschland bei Laboren bestellt und dann auch vergütet. Deswegen war das ein sinnvoller Punkt, weil um einen Test vergütet zu kriegen, man so einen Schein braucht. Problem dabei ist, auf diesem Schein steht Name und Adresse des Patienten drauf. Und das weist uns darauf hin, wo eigentlich dieses Problem ist, weil wir auf der einen Seite ein System haben, das per Design anonym sein muss und auf der anderen Seite ein System haben, das verifizieren soll, dass ein Nutzer wirklich Corona hat. Und das geht nur, indem man ihn auch identifiziert. Und die Frage war jetzt, wie kann man irgendwie in diesem Prozess eine klare Verifikation des Patienten oder des Bürgers reinkriegen und auf der anderen Seite die Anonymität nicht gefährden. Klar war, mit diesen Muster 10-Scheinen geht das nicht. Und was dann im Rahmen des Konsortiums entwickelt wurde, ist sozusagen die saubere Lösung, ganz was Neues, Verrücktes, das sogenannte Muster 10C. Auf dem Muster 10C gibt es eine wesentliche Neuerung, die man unten sieht, da ist nämlich ein QR-Code drauf. Und in diesem QR-Code ist eine zufällige UUID verschlüsselt, die einmalig ist und die jetzt so eine Art Shared Secret darstellt zwischen dem Bürger und der App, die sonst niemand kennt. Außerdem wird dort eine Einwilligung gegeben, dass die Daten übermittelt werden dürfen und als netter Nebeneffekt eine Telefonnummer des Patienten, damit das Gesundheitsamt nicht mehr beim Arzt anrufen muss. Leider hat das nicht ganz in die Prozesse gepasst, weil ich jetzt hier jedes einzelne Muster nur einmal verwenden darf, weil die UUID unten drauf unique ist. Das heißt, man musste nicht nur in allen Teststellen des Landes den Bestellprozess für neue Laborproben angehen. Man musste auch in allen Laboren die Scan-Methoden, wie man sowas einliest, anpassen. Und man musste zum Beispiel in Krankenhäusern oder großen Testzentren Leuten beibringen, dass die liebgewonnene Praxis des Neuproduzierens von solchen Scheinen durch Kopieren bitte nicht mehr möglich ist. Dann dachte man sich, gut, das haben wir ja schön gelöst jetzt. Dann machen wir unten dran noch einen kleinen Abreißer für den Patienten. Da ist der gleiche QR-Code drauf. Darüber kann dann die App das Ergebnis abfragen. Und dann machen wir noch so ein bisschen Erklärtext drauf, damit man weiß, worum es geht. Soweit eigentlich sehr schön und ein rundes System, wenn man es eben im Prozess irgendwie abgebildet kriegt.
Der Prozess ist damit deutlich vereinfacht. Man sieht ihn jetzt rechts. Ein Patient geht zum Testzentrum, kriegt dort einen Test, kriegt diesen Abreißer ausgehändigt. Auf dem Abreißer ist eine UUID drauf. Die UUID wird mit ins Labor übertragen. Und wenn die Einwilligung da ist, überträgt dann das Labor die UUID zusammen mit dem Befund, also Corona-positiv oder negativ, an den App-Server. Gleichzeitig kann das Labor, wie gehabt, an das Gesundheitsamt melden und hat dort auch eine Telefonnummer. Mit dem Abreißer kann der Patient jetzt nach Hause gehen, kann es in seine App einscannen und dann beim App-Server abrufen. Soweit eigentlich ganz schön. Bisschen schade bei der Geschichte, aus meiner persönlichen Meinung eigentlich, dass wir weiterhin diese Einwilligung da drauf haben und unten kleingedruckt ist. Warum schade? Weil ich glaube, dass erstens mit so kleingedruckten auf einem Abreißer dem ja guten Recht des Bürgers auf informationelle Selbstbestimmung irgendwie nur so bedingt gerecht geworden wurde. Und zum anderen, weil die Einwilligung, die ihr oben gesehen habt und die ich anfangs schon mal erwähnt habe, eine Sollbruchstelle im System ist, denn die muss gegeben werden, sonst wird gar nichts übermittelt. Und auch das muss im Prozess des Testcenters irgendwie abgebildet werden. Das hat gerade am Anfang nur bedingt gut geklappt. Weil man schon ahnte, dass das eine gewisse Rollout-Phase braucht, bis das so funktioniert und dass es vielleicht nicht immer funktioniert, gibt es noch eine Alternativlösung, nämlich das gute alte Telefon, die heute bekannte Hotline, bei der man anrufen kann und sich alternativ verifizieren lassen kann. Das war gedacht und ist auch eine Übergangsphase und eine Notlösung, aber soll eben die Fälle abfedern, wo ein Labor zum Beispiel mit solchen neuen Formularen 10C noch nichts anfangen kann. Damit kommen wir so ein bisschen zum Resümee, nämlich was für ein Elend war das eigentlich? Und ich glaube, nochmal zusammenzufassen, wir haben ein wissenschaftliches Produktdesign gemacht. Man musste anfangs mal überlegen, wie kann das überhaupt funktionieren? Wir haben ein Proof of Concept gebaut. Wir haben das Ding kalibriert über verschiedene Handys hinweg. Wir haben die Rechtsgüter zwischen Anonymität und zwischen Gesundheitsdatenschutz abgewogen. Wir haben Apple und Google und EU-Regierungen zusammengebracht und in einen konstruktiven Arbeitsmodus gebracht. Wir haben die Labore angeschlossen. Wir haben den Bestellprozess für Corona-Tests im ganzen Land geändert. Wir haben die Covid-Teststrategie angepasst. Das braucht eine Rechtsverordnung, dass man mit einer roten Corona-App dann noch einen Test kriegen darf. Wir haben eine Hotline etabliert mit vielen hundert Leuten am Telefon. Wir hatten eine Kommunikationskampagne. Wir haben ein echtes Open-Source-Projekt gebaut. Naja, und am Ende haben wir auch noch eine App programmiert. Und ich glaube, sich das einmal vorzustellen, was das alles war, was da passiert ist in diesen 3 Monaten, zeigt vielleicht, warum 3 Monate eine gar nicht so schlechte Timeline sind dafür. Eins möchte ich noch sagen, dabei waren sehr, sehr viele involviert, auch sehr viele Ehrenamtliche von Anfang an, ob das nun in den Rahmen der Projekte PEP-PT oder DP3T war, ob das bei den Laboren war, die sehr viel mitgearbeitet haben, oder ob das Hauptamtliche waren, gerade auch in den Ministerien, die weit über ihre normalen Arbeitszeiten hinaus gearbeitet haben. Wirklich ein Projekt von sehr, sehr vielen, die sehr, sehr viel geleistet haben. Was nun? Abbindend möchte ich nochmal sagen, was können wir daraus lernen und was ist dieses Projekt eigentlich gewesen? Erstens, ob man das so unbedingt replizieren kann, weiß ich persönlich nicht. Ich glaube, so eine globale Pandemie hilft dann schon, Handlungsdruck zu erzeugen. Es war stellenweise einfach keine Option, aufzugeben und zu scheitern. Das kriegen wir hoffentlich so schnell nicht nochmal repliziert. Zweitens, so ein bisschen das Learning aus der Frühphase der wissenschaftlichen Entwicklung und dann auch der Spätphase der Open-Source-Entwicklung. Das ist alles hilfreich und hilft auch bei Vertrauen und Akzeptanz. Aber wer mit der Bundesregierung kooperiert, kommt kaum umhin, irgendwie Hierarchien und Projektmanagement und Steerkurs und all so Dinge zu haben. Das war sehr hilfreich dann in dem Großkonsortium, dass solche Strukturen da waren. Dann, die Realität ist ganz schön komplex. Und wenn man sich überlegt, was die Labore machen mussten, was die Ärzte machen mussten, was bei der Hotline passieren musste und was da sonst noch alles drumherum ist, dann wird einem klar, dass dieses Rumhacken auf den letzten 5% Krypto und ob jetzt der Bluetooth-Stack sicher ist oder nicht, zwar auch interessant ist, aber der Pragmatismus ist ganz wichtig, um dann wirklich auch zum Ende zu kommen und eine App zu haben, die als Gesamtsystem funktioniert.
Es braucht eine gewisse Frustrationstoleranz. Ich habe schon gesagt, es waren viele Ehrenamtliche mit dabei, die sich sehr, sehr intensiv eingebracht haben, die über Osterwochenenden und über sonst auch alle anderen Wochenenden hindurchgearbeitet haben. Nicht alle davon haben adäquat Dank bekommen von Vater Staat. Die wissen schon, wer sie sind, aber ich glaube, man muss damit leben können, dass der Dank nicht immer so ausdrücklich kommt, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Wir machen uns in Europa manchmal zu klein. Ich glaube, die Geschichte, die wir erzählt bekommen oft, ist, dass Apple und Google ein Framework bauen und die ganze Welt davon profitiert. Ich würde mich soweit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass ohne die Anfänge in Europa von europäischen Wissenschaftlern dieses Framework wahrscheinlich so nicht gekommen wäre und jedenfalls nicht in europäischen Apps eingeflossen wäre. Und zuletzt, ich habe schon gesagt, in 3 Monaten das alles zu schaffen, war, glaube ich, rückblickend eine leider zu lange, aber doch auch ganz schön akzeptable und dann respektable Timeline. Damit möchte ich mich sehr bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen. Ich bedanke mich nochmal bei Seabase für die Aufnahme und möchte noch auf 2 Talks hinweisen. Einmal heute Abend zur Ausstrahlung um 18 Uhr hat Jiska einen Talk zur Bluetooth-Technologie in der Corona-Warn-App. Und an Tag 4 spricht Thomas Klingbeil als ein offizieller Mitentwickler der App nochmal zu technischen Themen. Vielen Dank. Ja, ein großartiger Vortrag, wie ich finde. Super spannend, super viele interessante Themen. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Das fand ich wirklich sehr interessant. Die Leute aus dem Internet haben wirklich ganz viele Fragen gestellt. Da gibt es einen bunten Blumenstrauß, den unser Signal Angel sehr lieb zusammengetragen hat. Die würde ich jetzt einfach mal gerne stellen wollen, Lars. Gehen wir mal in das Q&A rüber. Prima, dann starten wir einfach mal von oben ab. Eine hoffentlich einfache Frage. Wurden die Zahlen für tägliche Covid-Reports per App schon irgendwo veröffentlicht? Ja, das ist, glaube ich, immer so die Standardantwort auch vom RKI. Bitte schaut in unsere Reports. Ich verfolge ja die Pressekonferenzen immer gerne mal und dieser Satz fällt da des Öfteren. Ich kriege gerade Reports, dass man den Lars leider im Q&A nicht hören kann. Lars, sprich bitte nochmal. Ja, ich hoffe, jetzt hört man mich. Vielleicht kann ja jemand mal zurückreporten, ob das Audio jetzt funktioniert. Ja, da gab es leider einen, wie schon gesagt, RC3 ist gerade alles noch sehr hacky und sehr gebastelt und wir wissen noch alle nicht, wie das Remote funktioniert. Magst du deine Antwort vielleicht nochmal wiederholen? Ja, die Kennzahlen findet man in dem offiziellen Reporting des Robert-Koch-Instituts. Am einfachsten googelt man nach RKI, CWA, ich glaube 17 und Dezember. Dann findet man die Kennzahlen, die am 17. oder 18. Dezember veröffentlicht wurden. Dort als PDF, das ist nicht ganz ideal als Datenkommunikationsformat, aber es ist, glaube ich, das Beste, was es momentan gibt. Und aus den Graphen dort kann man das ganz gut ablesen, wenn es einen interessiert. Dann gibt es einen ganz großen Haufen Fragen zu Kosten. Den versuche ich mal zusammenzufassen in Unterfragen. Und einmal, wie hoch waren die tatsächlich gezahlten Kosten und gibt es da so eine Aufteilung in Serverbetrieb, Entwicklung und so weiter? Kannst du das vielleicht irgendwie so ein bisschen aufgliedern? Das Thema Kosten ist ja groß diskutiert worden. Ich würde da vielleicht einmal grundsätzlich einsteigen und dann nochmal zur Frage kommen. Mhm. Also erstens, ich kann da ohnehin nur meine private Meinung zugeben. Und so sehr ich involviert war, ich habe jetzt nicht auf die Einzelrechnungen geguckt. Ich glaube, aber wenn man sich überlegt, was wir in Summe in der Corona-Krise an Gelder ausgegeben haben, unter anderem auch im Rahmen des Konjunkturpakets für IT in Gesundheitsämtern, dann würde ich mal provokant fragen, ob die 15 Millionen ungefähr für die Entwicklung der App tatsächlich die interessanteste Frage sind, um da jetzt nach Verschwendung zu gucken. Für mich unklar. Also es ist ein verschwindend kleiner Betrag relativ zu Geldern, die wir gerade sonst ausgeben.
Das andere ist dieser so ein bisschen implizite Vorwurf dabei, dass sich irgendwie Telekom und SAP dabei die Taschen voll machen. Nehmen wir mal an, die hätten das vor, dann wäre es doch eine eigenartige Wahl gewesen, in so einem öffentlich exponierten Projekt jetzt irgendwie Reibach zu suchen. Für mich klingt es erstmal unplausibel irgendwie. Also es ist eine relativ naive Weltsicht. Ich glaube, da könnte man, wenn man wollte, viel einfacher Geld machen. Und zuletzt, viel diskutiert wurde ja die Frage, warum die Entwicklung so teuer war. Und ich glaube, ein Ziel von meinem Vortrag war auch zu zeigen, dass die technische Entwicklung ein relativ kleiner Teil von diesem Projekt war. Gerade nachdem man dann Telekom und SAP beauftragt hatte, waren die meisten Fragen technisch eigentlich gelöst. Man musste jetzt nur noch bauen. Aber drumherum, was da allein an Anwaltskosten aufläuft, wenn man mit solchen Instituten zusammenarbeitet, das ist halt nicht ganz ohne. Und auch so eine Hotline aufzubauen und so. Und das gibt vielleicht ein Gespür dafür, warum es dann teuer war. Einzelkostenaufsplittungen kann ich jetzt leider nicht geben. Ist auch nicht meine Rolle hier. Hätte man die Technik billiger haben können? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, es gab gute Gründe, warum es dann eben so gemacht wurde, wie es gemacht wurde. Genau. Ja, ich denke mal, dass da neben der App, die man dann auf dem Handy hat, ja noch ganz, ganz viele andere Stellen dazu kommen. Du hast gerade schon mal angesprochen, die Anwaltskosten. Ist ja ein riesiges Dilemma gewesen mit Einschnitt in Privatsphäre. Und dann gab es natürlich auch ganz viel Geschwurbel von, die wollen uns alle tracken. Ganz interessant. Da gab es noch mal eine Frage. Und zwar wurde gefragt, was für einen rechtlichen Rahmen das eigentlich hat. Also da wurde gefragt, es gibt noch immer kein Begleitgesetz zur App. Glaubst du, es wäre hilfreich, so ein Begleitgesetz zu haben, um da irgendwie einen rechtlichen Rahmen zu sichern? Also bisher meint man ja, dass es für den bisherigen Betrieb keines braucht. Das scheint auch zu funktionieren. Ich hatte ja einen Punkt angesprochen, der in meinen Augen noch suboptimal läuft, und der ist die Meldung von einem Corona-Testergebnis an den App-Server mit dieser anonymen ID, wo momentan noch eingewilligt werden muss. Das ist insofern blöd, weil diese Einwilligung oft einfach untergeht im Prozess. Also das Häkchen wird einfach vergessen, weil irgendwie ein Arzt darüber nicht Bescheid weiß oder weil es in der Hektik untergeht. Und führt dann zu großer Verwirrung, weil im Zweifel der Patient oder der Bürger ja gar nicht weiß, ob das Häkchen nun da ist oder nicht. Und insofern gegebenenfalls vergebens wartet auf ein Testergebnis. An der Stelle ist meine persönliche Meinung, dass man da vielleicht dieses Thema Datenschutz und Einwilligung ein bisschen sehr weit getrieben hat. Ich sehe nicht unbedingt, dass in dem Gesamtsystem da ein Mehrwert daraus resultiert. Sollte nun eine Datenschutzaufsicht das radikal anders sehen als ich und sollte ein Gesetzgeber das eher so sehen wie ich, dann wäre sicherlich zum Beispiel in so einem Fall eine gesetzliche Grundlage dafür eine gute Grundlage. Mhm. Ansonsten hat man sich, glaube ich, für mich jedenfalls bisher nachvollziehbar dafür entschieden, dass man keine Grundlage braucht. Was will man denn reinschreiben ins Gesetz? Also es funktioniert ja momentan auch ohne. Das eine, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man sagt, man möchte den Betrieb irgendwann gesetzlich auch wieder beenden. Das ist, glaube ich, insofern, als die Daten, die dabei gesammelt werden, ja tatsächlich für niemanden mehr benutzbar sind, weil es das dezentrale Modell ist, weniger kritisch. Und ist auch dadurch, dass Apple und Google schon gesagt haben, sie werden das immer wieder abschalten, für mich nicht so furchtbar dringend. Also insofern, ich glaube, dringend ein Gesetz brauchen wir nicht. Es gibt sicherlich ein paar Punkte, wo es hilfreich sein könnte, aber ich glaube nicht, dass es daran momentan mangelt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du damit implizit auch schon eine der nächsten Fragen beantwortet. Da wird nämlich gefragt, inwiefern die Corona-Warn-App vielleicht auch als Einstieg in so eine Art Überwachungsinfrastruktur missbraucht werden könnte. Da gibt es wohl scheinbar von der Dorothee Behr, von der CSU, Staatsministerin für Digitales, so wird es da akkreditiert in der Frage. Den Wunsch, das auch für anderes zu verwenden. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ja, die Infrastruktur, die Apple und Google da bereitstellen, damit das überhaupt funktioniert, soll abgestellt werden. Ist das dann damit vielleicht sogar schon irgendwie erledigt? Ich glaube, es ist noch mal anders erledigt, weil darum ja im Kern dieser Flame War zwischen zentral und dezentral ging. Dadurch, dass wir jetzt im dezentralen Modell sind, gibt es ja nicht an einer zentralen Stelle Informationen über Kontakte. Das Einzige, was das Backend von der App hat, ist eine lange Liste von IDs von Menschen, die einen positiven Corona-Test hatten. Und die verteilt es
an die Welt nach draußen, damit dann Leute dezentral schauen können, hatte ich Kontakt mit diesen IDs oder nicht. Damit ist sozusagen das ganze Thema Überwachung ist hinfällig, weil es gibt nirgendwo Daten, die in irgendeiner Form interessant wären zu überwachen. Und damit ist, glaube ich, auch das Risiko, dass man die Infrastruktur jetzt nutzt, um dann auch weitere Sachen dran zu flanschen, extrem gering. Hm. Wobei mir jetzt so persönlich in den Kopf kommen würde, dann könnte man natürlich auch nochmal nachfragen, ja, die Infrastruktur ist natürlich weg. Jetzt hat man aber mit der Corona-Warn-App zumindest auch sowas etabliert. Eine Gefahr, die ich jetzt persönlich nur so Seitenkommentar von mir sehen würde, ist natürlich wohl dadurch auch ein gewisses Vertrauen in der Bevölkerung geschaffen. Und wer sagt nicht, dass dann eine andere komische App auftaucht, die dann sagt, so, wir machen auch Tracing und das ist alles legitim. Ja. Also erstens, eine Sache, die Apple und Google relativ früh getan haben, die, glaube ich, rückblickend sehr hilfreich war, war mit Veröffentlichung von deren Framework, haben sie gesagt, alle Apps, die mit Corona zu tun haben, müssen staatlich sanktioniert werden. Es darf niemand anderes mehr rein in den App Store. Mhm. Da war dieses Thema Fragmentierung auch erstmal gegessen, weil klar war, wenn die App nicht vom RKI freigegeben ist, dann kommt auch keine App mehr in den App Store rein. Insofern kann jetzt nicht jeder einfach irgendeine Tracing-App in den App Store reinstellen, zumindest wenn das alles richtig funktioniert. Mhm. Dass ein Vertrauen geschaffen wird, würde ich eher optimistisch sehen und denken, es gibt ja zum Beispiel auch die App Nina vom Katastrophenschutz, die Warnungen auslösen soll, die sicherlich auch nicht verkehrt wäre, wenn mehr Menschen die runterladen würden. Also es gibt ja durchaus legitime und total valide Interessen, wo wir Vertrauen brauchen in digitale Lösungen, die auch eine Bundesregierung zur Verfügung stellen muss. Und da einen Fall geschaffen zu haben, wo mehr Menschen merken, dem kann man vertrauen, da wird Privatsphäre groß geschrieben, ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache erstmal. Also wir leiden ja nicht unter zu vielen Apps, die eine Bundesregierung zur Verfügung stellt, sondern ich würde mir eher mehr wünschen. Hm. Ja, Beispiel dann wahrscheinlich die britische Regierung, wie man es ja vorhin schon gesagt hat, die sind eigentlich Vorreiter. Die haben ja für allen möglichen Kram in der Verwaltung irgendwelche Apps und das ist immer ganz, ganz interessant zu sehen. Aber es ist nochmal gut, dass du auf den Punkt App Store und Einschränkungen zum Veröffentlichen von Apps reingekommen bist. Da wird auch nochmal gefragt, so ein bisschen kritisch nachgefragt. Einmal, warum ist die offizielle App nicht auf F-Droid? Prinzipiell wäre sie ja Open Source TM. Und dann auch noch die Frage, wieso das wohl am Anfang ein bisschen ruckelig lief. Also es war wohl nicht ganz ohne Pannen. Zum Beispiel war sie am Anfang nur im deutschen App Store wohl zur Verfügung und nicht jeder benutzt den deutschen App Store, obwohl er sich in Deutschland vielleicht aufhält. Also erstens, warum ist es nicht auf F-Droid? Gute Frage kann ich nicht beantworten. Deswegen nochmal ein shameless Plug. Ich glaube, am vierten Tag spricht Thomas Klingholz aus dem SAP-Entwicklerteam. Der kann die Frage vielleicht besser beantworten als ich. Den zweiten Teil der Frage musst du gerade nochmal wiederholen. Der zweite Teil war, wieso die App am Anfang nur im deutschen App Store zur Verfügung war. Ja, also anfangs lief es ein bisschen ruckelig. Ich glaube, die einfache Antwort dazu ist, in dieser Community haben ja manchmal schon Leute Apps unter Zeitdruck gelauncht und wissen, wie das ruckelig ist. Mhm. Oder versuchen, so eine Konferenz, so einen Kongress zu launchen und der ruckelt dann auch am Anfang so ein bisschen. Ich glaube, das gehört ein Stück weit sicherlich dazu, wenn man unter Hochdruck was macht. Mhm. Konkret zu den Ländern, da gab es tatsächlich anfangs, vielleicht ist hier auch immer noch großes Chaos und Befürchtungen, dass in anderen App-Stores man nochmal separate Datenschutzvereinbarungen braucht und dann möglicherweise unter anderes Landesrecht fällt. Und da gab es große Abstimmungsrunden mit Anwälten, die meinten, bevor wir das aber in andere Staaten geben können, müssen wir das einmal prüfen, ob wir da Landesrecht noch beachten müssen. Das dauert, das sind weitere Abstimmungsrunden und deswegen war das nicht von Anfang an möglich. Mhm. Jetzt gibt es noch mal eine Frage zu Open Source hilft, aber siehst du da noch irgendwie Nachholbedarf in Sachen Transparenz so insgesamt? Naja, also ich glaube tatsächlich, die Geschichte, die ich mit meinem Talk versucht habe zu erzählen, wäre vielleicht hilfreich gewesen, früher und vielleicht professioneller kommuniziert, als ich das kann, wirklich auch zu erzählen. Weil ich glaube, die Berichterstattung
war natürlich sehr, ich sag mal, populär getrieben und eher skandalgetrieben. Und dann geht es eher um die hohen Kosten und warum dauert das alles so lange? Und ich glaube, wirklich mal darauf hinzuweisen, was da geleistet wurde und auch wie viel Pionierarbeit geleistet werden musste, um überhaupt zu diesem Konzept zu kommen, dass das funktionieren kann. Ich glaube, die Idee oder diese Geschichte ist nicht genug erzählt worden. Ich glaube, da wäre mehr Transparenz hilfreich. Zu der Frage, wo auf Software-Ebene mehr Transparenz nützlich sein könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie verifizieren wollen würde, dass ein Server wirklich auch die Software dann betreibt, die da in GitHub liegt. Soweit ich weiß, gibt es das momentan nicht wirklich. Bin ich mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ansonsten ist das, glaube ich, schon extrem transparent gelaufen, inklusive auch für Leute, die sich mehr Features wünschen, zum Beispiel auf GitHub die Issues, wo man für fast alle Sachen, die man sich so vorstellen könnte, dann eine GitHub-Issue findet, wo Leute sagen, warum gibt es denn das Feature noch nicht? Und dann dazu Diskussionen gibt, bis hin dann zu Pull-Requests. Also ich glaube, das ist relativ transparent tatsächlich gelaufen. Mhm. Die andere Seite ist halt, wie kriege ich so ein Projektmanagement irgendwie hin und wie kriege ich es hin, dass wirklich dann ein belastbares Produkt entsteht, das von einer Bundesregierung, von einem Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden kann und wo am Ende noch Leute für gerade stehen. Und ich glaube, das zusammenzukriegen, irgendwie diese Open-Source-Organisation, wenn man das ernst nimmt, ja wirklich als dezentrale Entwickler, die überall auf der Welt sitzen, und auf der anderen Seite diesen Anspruch an professionelle Produktqualität, das ist sicherlich noch was, wo wir besser dran werden können. Ja, damit beantwortest du schon fast die Frage, die jetzt noch so zum Abschluss gekommen wäre. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter mit dieser App? Gibt es da Continuous Improvements? Habt ihr da noch irgendwie Pläne? Und es wurde auch zum Beispiel nach dem Vergleich zu der irischen App gefragt, die hat wohl noch ganz viele interessante Extra-Features. Also es gibt weitere Entwicklungen. Nochmal der Hinweis, das kann man auf GitHub gut nachvollziehen. Gerade vor einer guten Woche gab es ein größeres Update auch in dem Algorithmus, der das Matching macht, der nochmal ein anderes epidemiologisches Modell zugrunde legt. Also da gibt es Updates, es soll ja auch noch mehr Updates geben in Zukunft. Für meinen Geschmack wäre es schon schön, wenn manches vielleicht schneller kommen würde. Ich kenne jetzt die irische App nicht, aber ich weiß, dass die Briten inzwischen eine App haben, die zum Beispiel von Hause aus mitbringt eine Funktion, um die Zettelwirtschaft in Restaurants, wenn man sich am Tisch niederlässt und erstmal seinen Namen eingeben muss, auch anonym zu machen. Weil wenn ich schon IDs habe, die anonym sind und Apps habe, die ich benachrichtigen kann, dann brauche ich eigentlich auch nicht mehr unbedingt die Namen aufzunehmen. Und sowas könnte man theoretisch mit einbauen. Ist wieder eine Entscheidung, weil wir haben das in Deutschland mit Namen, weil es ja weiterhin den Prozess über Gesundheitsämter gibt und theoretisch so ein Gesundheitsamt eine verpflichtende Quarantäne aussprechen kann und dafür braucht das Gesundheitsamt personenbezogene Daten. Aber es ist natürlich schon praktisch zu sagen, ich kann einfach ein Check-in per App machen. Ja. Könnte man sich durchaus vernünftigerweise wünschen, auch für die deutsche App. Braucht halt Entwicklung, aber braucht eben auch, ich sag mal, politische Entscheidungen im Produktmanagement. Und die sind vielleicht nach Launch der App nicht mehr ganz so schnell gefallen wie vor Launch der App. Da gibt es sicherlich viel zu tun und ich glaube, da kann man als Open-Source-Community auch noch viel beitragen. Ja, das ist wahrscheinlich so dann das beliebte, letzten 5% brauchen 90% der Arbeit. Ne? Man kennt es aus der Softwareentwicklung. Und auch dabei nicht vergessen, das sind nicht nur technische Fragen, sondern auch tatsächlich Produktmanagement-Fragen und politische Fragen. Und man kann nicht einfach sagen, ich baue jetzt ein technisches Restaurant-Check-in-Feature, ohne sich auch zu überlegen, was heißt das für mein Datenschutzkonzept, für meine öffentliche Kommunikation und wie überzeuge ich die Entscheidungsträger, das dann wirklich auch aufzunehmen ins Produkt. Das sind zwei sehr unterschiedliche Arbeitspakete. Ja. Ja, ich glaube, da machen wir mal so einen Strich drunter und es läuft so langsam die Zeit weg. Ich danke dir vielmals für diesen tollen Vortrag und auch für die ziemlich ausführliche Beantwortung der Fragen. Ein paar Fragen sind, glaube ich, leider nicht mehr drangekommen. Unser Signal Angel hat er sehr fleißig eingesammelt. Ich würde dir die Fragen nachher nochmal zuschicken und vielleicht magst du die ja nochmal beantworten, sofern sie nicht beantwortet waren. Ich denke mal, das findet man dann vielleicht. Du hast ja auch Social-Media-Kanäle, denke ich mal. Genau, ich werde das auf Twitter posten. Einfach so, genau, dann such dir nach dem Lars Röhmhold da. Wunderbar. Ja, ansonsten danke ich erstmal. Ich danke unserem Signal Angel. Der Signal Angel, der hat eure ganzen Fragen eingesammelt und da mache ich jetzt nochmal schnell Werbung in eigener Sache. Wir suchen noch Signal Angel. Also,
falls ihr das gerade total toll fandet, dass ihr auch trotz nicht vor Ort sein im Q&A mit teilnehmen konntet, schaut doch mal ins Engel-System. Es gibt, glaube ich, heute auch noch mal eine Einführung zu dem ganzen Thema. Ich glaube, die ganzen anderen Bühnen würden sich auch sehr freuen, wenn wir noch ein paar mehr Signal Angel bekommen, einfach damit wir so prima die Fragen an die Speaker durchreichen können. Und ansonsten sage ich mal danke für den ersten Talk. Danke an alle Helfer und Angels und an dich. Wunderbar. Dann bis zum nächsten Talk.